Lichtclown zwischen Hennessy und Shea. Das war ein Missverständnis und ein Date hier. Wirklich furchtbar late. Irgendwann habe ich festgestellt, dass Autogramme weniger geschrieben werden, dass Autogramme seltener verlangt werden, dass man mittlerweile eigentlich Selfies macht. Und dabei kommt es natürlich zu merkwürdigen Situationen. Ich habe immer ganz gern gehabt, wenn Leute mir ihre Geschichten erzählen, wo sie was mit Bab zu tun hatten, wo sie Bab zum ersten Mal gesehen haben, womöglich auch zu irgendwelchen Bab-Songs geheiratet haben, wo Bab in ihr Leben getreten ist. Und das fällt jetzt natürlich mittlerweile aus, weil wenn man ein Selfie macht, dann verwackeln die in der Regel, sobald man irgendetwas sagt. Und die Leute sind sowieso ein bisschen nervös, wenn sie dann neben einem stehen, um ein Selfie zu machen. Naja, und das ist aber alles okay. Irgendwie kriege ich dann diese Gespräche doch noch womöglich danach in die Gänge. Aber was nicht besonders toll ist, ist, wenn dann jemand im Weggehen sagt, er wäre irgendwann mal Fan von einem gewesen. Und man denkt, ja, warum macht er denn überhaupt jetzt ein Selfie, wenn er nicht mehr Fan ist? Was soll das? Und dann kommt man sich natürlich ein bisschen vor wie ein Hirschgeweih.